Wenn man sich die Chartbilder mal anguckt, dann deutet manches darauf hin, dass Entscheidungen anstehen, nicht nur bei den Aktienmärkten, sondern auch beim US-Dollar. Da sind wichtige Zonen, langjährige Zonen, die verlassen werden könnten, mit dann möglicherweise impulsiven Bewegungen. Derzeit ist es ja so ein bisschen ruhig. Es ist so ein bisschen frühlingshaft, minimale Volumina an den Märkten. Es tut sich nicht so wahnsinnig viel. Gestern ja die Wall Street positiv gestartet, dann die Indizes, leichte Minus kann man sagen, durchschnittlich, aber es ist nicht viel passiert. Aber unter der Oberfläche, da sind ein paar Entwicklungen, die ich Ihnen jetzt zur Kenntnis bringen will. Startend mit dem Nasdaq hier anhand des Triple Q Nasdaq ETFs. Hier sehen wir eine Diamantenformation, meine Damen und Herren. Die kann sich nach oben auflösen. Das wäre positiv für die Tech-Werte, oder sie kann sich eben auch nach unten auflösen. Normalerweise gibt es dann aus einer solchen Formation eine ziemlich dynamische, ziemlich impulsive Bewegung. Tech ja in letzter Zeit ganz ordentlich gelaufen. Renditen für Staatsanleihen aus den USA sinken tendenziell. Value läuft nicht mehr so gut. Finanzwerte laufen nicht mehr so gut. Ist diese ganze Reopening-Story, Inflationsgeschichte, die scheint jetzt so ein bisschen abgekühlt zu sein. Wir sehen, dass die Break-Evens gefallen sind, also die Inflationserwartungen zurückgehen. Dass möglicherweise all das zusammenhängt mit den verbalen Attacken Chinas auf die Entwicklung bei manchen Rohstoffpreisen. Wir sehen diese Infrastrukturgeschichte in den USA, das ist nicht wirklich so der große Durchbruch. Und all das sorgt dafür, dass wir nicht so wirklich jetzt den Drive kriegen. Die Wirtschaftsdaten aus den USA, die waren zuletzt ja schwächer. Tendenziell, vielleicht haben wir die Erholung ein bisschen überschätzt, denken sich die Märkte, und dementsprechend läuft Value nicht so gut. Aber der Nasdaq ist ganz gut gelaufen, hängt auch damit zusammen, dass viele Hedgefonds offenkundig Short waren in diesem Index. Wir sehen den Nasdaq Short Interest, also das Put-Volumen, das Volumen auf die Wetten fallender Kurse, ist so hoch wie seit der Platzen der Finanzkrise nicht mehr, kurz vor der Finanzkrise. Da ist man also sehr, sehr short eingestellt, und wenn der Index dann nach oben geht, dann müssen manche eben schon mal ihre Eindeckungen machen. Damals hat es funktioniert, eben mit Platzen der Finanzkrise. Wer da ein bisschen standhaft war, der konnte gute Gewinne machen. Diesmal sind wir natürlich weit entfernt von solchen Szenarien. Auf der anderen Seite stehen die Small Trader Long, also die Retail Trader, diejenigen, die nicht professionelle Trader sind. Die sind ziemlich long investiert in den Future-Märkten, und zwar sowohl beim S&P 500 Future als auch beim Nasdaq Future, als auch beim Dow Jones. Hier haben wir derzeit ein Allzeithoch zu verzeichnen. Wir sehen also, dass die Hedgefonds vorwiegend in Tech Short sind, damit teilweise gesqueezed worden sind, während Retail, also der Durchschnittsbürger könnte man sagen, extrem auf der Long-Seite positioniert ist, stärker noch als im März 2001. Also hier ein Stück weit, kann man sagen, sich widersprechende Positionierungsmuster. Wir sehen auf der anderen Seite den Leitindex S&P 500 in dieser Schiebeformation. Es geht nicht so richtig runter, es geht nicht so wirklich rauf. Wir haben kein neues Allzeithoch erreicht. Das war, soweit ich mich erinnere, bei 4240 Punkten, und auf der Unterseite haben wir diese Zone 4050, 4060 als Unterstützung. Das ist die relevante Zone, in der wir uns befinden, also um und bei knapp 200 Pünktchen, in der wir uns schon etwas länger bewegen. Dieses klare Aufwärtsmomentum scheint erstmal vorbei, wenn jetzt nicht wirklich ein dynamischer Ausbruch auf der Oberseite kommt. Wir sehen, dass wir aus dieser Aufwärtstrendlinie, die wir seit November jetzt hatten, oder die wir seit dem Tiefpunkt hatten, kurzfristig, seit dem Tiefpunkt der Corona-Krise, der ersten Corona-Welle, also März 2020, dass wir da rausgefallen sind. Gestern haben wir versucht, an diese Trendlinie wieder ranzurobben. Das ist zunächst mal nicht gelungen. Also das ist jetzt der Bereich, der wirklich entscheidend ist. Schaffen wir neue Allzeithochs auf der Oberseite 4240, auf der Unterseite die Zone 4050, 4000.
60, ja, und mit dieser ganzen Geschichte um sinkende Renditen, um sinkende Inflationserwartungen, um sinkenden Optimismus, was überragende Wirtschaftsdaten betrifft, die wie gesagt aus den USA ja schwächer ausfallen zuletzt als erwartet, sieht die Economic Surprise Index negativ, das erste Mal seit langer Zeit jetzt im Mai 2021 negativ, das erste Mal im Grunde seit dem Crash der ersten Corona-Krise. Und wir sehen, dass jetzt die Banken, die zuletzt ja stark profitiert hatten, die Finanzwerte, die stark profitiert hatten, die kommen jetzt unter Druck mit den sinkenden Renditen, Fristentransformation, das Stichwort, also der Unterschied zwischen kurzfristigem sich Geld besorgen, was die Banken am Geldmarkt machen, und dieses Geld dann längerfristig als Kredit zu vergeben. Und je geringer die Zinsdifferenz zwischen kurzfristiger und langfristiger Perspektive ist, desto geringer eben auch die Marge. Deswegen sehen wir, dass gestern etwa der KBE, das ist der Bankindex, der die wichtigsten Banken in den USA umfasst, 3% gefallen ist von seinem Hoch, eben weil die Renditen zurückgekommen sind, weil wir deutlich jetzt unter der 1,6-Marke sind bei der 10-jährigen Staatsanleihe, also unter der Marke von 1,6%. Wenn wir uns das Bild mal anschauen, was ist denn gestern gelaufen, dann sehen wir, Energy war der schlechteste Sektor gestern von diesen 11 Sektoren. Wir sehen aber auch die Financials, die wie gesagt anfangs im Plus waren. Die sind dann 1% im Minus rausgekommen. Der Russell 2000 ist der Index, der Finanzwerte hier am stärksten abbildet. Etwa 20% des Index besteht aus Finanzwerten. Wir sehen, dass Materials gefallen sind, Industrials, also diese Reopening-Geschichten. Real Estate, defensiver Sektor, gestiegen. Utilities, also Versorger, gefallen. Die profitieren meistens dann, wenn eben sich was an der Zinsfront tut. Die gelten als Zinsersatz. Wenn jetzt die Renditen niedrig sind, dann ist das normalerweise für Utilities nicht so das Beste. Schauen wir uns noch mal das Volumen an. Das ist wirklich gespenstisch. Wer eine Handelsplattform hat, der sieht, dass da teilweise irgendwie das Volumen dünn ist, dass da nicht so wahnsinnig viel passiert. Es ist wirklich ein Trauerspiel. Jetzt haben wir am Montag Feiertag in den USA, Memorial Day. Da sind viele vielleicht schon so ein bisschen im Halbschlaf oder die haben schon jetzt das lange Wochenende gebucht. Aber da könnte jetzt langsam mal wieder ein bisschen mehr Saft kommen, würde den Märkten gut tun. Und wenn die Leute nichts zu tun haben, dann erinnern sich wieder an die sogenannten Meme-Stocks, an die Meme-Aktien wie GameStop, wie AMC. Gestern GameStop über die 200er Marke gestiegen unter relativ hohem Volumen. Da ist sozusagen einfach mal wieder Zeit, dass da hier diese Wall Street Bets Community, die ja lange irgendwie so ein bisschen im Schatten stand in letzter Zeit, dass da mal wieder was passiert. Wir sehen ja, dass die Aktien, die normalerweise von diesen Jungs gerne gelongt werden, weil sie glauben, dass da die Hedgefonds short sind, dass die Aktien gestern besonders gut gelaufen sind. Gut gelaufen ist zuletzt auch der DAX, aber so richtig klare Richtung findet sich bei dem deutschen Leitindex auch nicht. Wir haben gestern einen Allzeithoch gemacht, okay, aber es ist letztendlich auch eine Seitwärtsbewegung rauf, runter, runter, rauf. Nach unten wollte er nicht, nach richtig oben bricht er nicht durch. Chinas Aktienmärkte sind derzeit auch sehr stark. Das liegt vielleicht daran, dass ja der 100. Geburtstag der Kommunistischen Partei im Juli gefeiert wird, und zwar am 1. Juli. Möglicherweise will die Parteiführung bis dahin sehr schöne Aktienmärkte haben. Durchaus erklärbar, der Chart übrigens gerade von Capital.com, meine Damen und Herren. Und wir haben auf der anderen Seite Verspannungen hier bei den Repo-Märkten wieder, Overnight Reverse Repo. Es ist zu viel sogenannte Excess Liquidity im Markt. Was ist Excess Liquidity? Das ist sozusagen überschüssige Liquidität. Die Banken brauchen ja bestimmte Liquiditätspuffer, um bestimmte Dinge, bestimmte Risiken abfedern zu können. Das wollen die Regulatoren so. Und wenn diese Liquidität ausreicht, wenn man genug davon hat und noch viel, viel mehr, dann versucht man normalerweise, dieses Geld irgendwo zu parken. Genau das passiert derzeit. Diese Excess Liquidity, die ist massiv im System. Da werden fast 500 Milliarden Dollar gestern alleine geparkt bei der Fed. Also wir sehen wieder Verspannungen am Repo-Markt. Das ist etwas, was lange
so ein bisschen, naja, sich beruhigt hatte, mal kurz aufgepoppt war, aber jetzt sehen wir sind fast auf den Rekordniveaus, was diese Reverse Repo betrifft. Also da ist wieder Action und es kommt immer mehr auf den Markt. Hier sehen wir die Treasury Bonds and Notes Issuances, also die Emissionen von US-Staatsanleihen. Da ist natürlich eine immense Liquidität im System. Der Staat verschuldet sich, die Fed muss das kaufen, teilweise über das QE. Es ist eine wunderbare Welt und dann schafft man nicht mal wirklich es, die erwarteten Wirtschaftsdaten zu übertreffen. Das sagt alles, selbst mit dieser Liquiditätsbombe scheint diese Erholung doch irgendwie schon so ein bisschen ihren Peak hinter sich zu haben. Wir sehen, dass Gold profitieren kann. Man ist da ein bisschen vorausgelaufen den Realrenditen, also 10-jährige Staatsanleihe minus Inflation. Wir sehen, dass Gold über 1.900 Dollar gestiegen ist und wir sehen, dass eben die Renditen für die 10-jährige Staatsanleihe zurückkommen seit den Fed Minutes, als das erste Mal so ein bisschen die Rede von Tapering war, dass einige Mitglieder gesagt haben, ja, wir könnten uns Tapering vorstellen, so langsam mal. Seitdem geht es mit der Rendite bergab, geht es auch mit dem Dollar bergab. Wir sehen, dass der Dollar jetzt an einer langjährigen an einem langjährigen Tiefpunkt ist. Hier der Dollar-Index. Wir sind aus diesem Aufwärtstrendkanal ohnehin schon rausgefallen. Euro-Dollar ja deutlich über 1,22 aktuell. Also hier auch für den Dollar eine Entscheidung. Wenn dieses Tief, was wir hier sehen, was schon 4 Jahre her ist, wenn das unterschritten wird, könnte das auch ungemütlich werden. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt offiziell das Wort Tapering, sehen wir offiziell Äußerungen. Ja, es kann sein, dass wir diese Anleihekäufe zurückfahren, so etwa Mary Daly von der San Francisco Fed, die gesagt hat, we're talking about tapering. Vorher hat man ja gesagt, we are not thinking about thinking, raising rates oder die Geldpolitik zu ändern. Jetzt ist man dabei, talking about talking. Vorher war man not thinking about thinking. Das ist so die unglaubliche intellektuelle Dynamik ist bei einer Notenbank, but I want to make sure that everyone knows that it's not about doing anything now. Aber bitte wisst, wir werden jetzt noch nichts tun. Right now policy is in a very good place. Also jetzt ist alles gut. Es wird so schnell nichts passieren, meine Damen und Herren. Das ist die Botschaft der Fed. Carls, auch von der Fed, hat gesagt, ja, wir wollen erstmal schauen, wie die Jobmarktdaten ausfallen, die Arbeitsmarktdaten. Die kommen ja nächste Woche, am Freitag kommen die PCE-Verbraucherpreise, das wird wichtig. Und dann eben in der Woche später die US-Arbeitsmarktdaten, die zuletzt ja deutlich enttäuscht hatten, wie so viele der US-Konjunkturdaten enttäuscht hatten. Also, das wird jetzt eine spannende Geschichte. Es ist irgendwie ruhig, es ist dünnvolumig, daher die Marktbewegungen kaum ernst zu nehmen, Fragezeichen. Jedenfalls sind da ein paar interessante charttechnische Entwicklungen der Fall. Da muss jetzt mal etwas passieren. Da wird aus dieser Ruhe vielleicht doch ein etwas stärkeres Lüftchen entstehen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch, meine Damen und Herren. Servus und ciao.